Hallo Welt, willkommen zu einem neuen Video hier auf syntoriel.de. Heute ist Sonntag, ein Tag vom Tag der Deutschen Einheit. Wir sind alle in Feierstimmung, vielleicht oder auch nicht. Aber ich möchte trotzdem einfach heute mal wieder ein Video machen, zeigen. Ich möchte euch ein Preset vorstellen, was ich in Bitwig gebaut habe. Weil ich ja schon mal gezeigt habe, wie man einen Techno-Rumble baut und weil es immer das gleiche ist, habe ich mir gedacht, das Ganze kann man doch auch in ein Preset stecken. Ja, und das möchte ich euch dann auch zum Download anbieten auf meiner Seite. Ja, aber alle Details gleich nach diesem Teaser. Und wir sind hier in Bitwig Studio. hat sicherlich gleich jeder erkannt. Die Version ist, natürlich fürs Protokoll, die Version ist die 438 vom 19.09.2022. So viel zum Protokoll. Und jetzt lasse ich einfach mal so einen kleinen Demo-Track hier spielen, den ich mir gebaut habe. Nichts Besonderes, eine 303, ein BID, weiß ich nicht, ob der so gut reinpasst, und die Kick. Jetzt einfach mal genießen oder sich quälen. Hängt ganz von euch ab. So, man hört's. Die Kick. Nichts Schlimmes. Jetzt mache ich mal das Device auf. Man sieht hier schon ein paar Knöpfe. Und jetzt drehe ich einfach mal ein bisschen rum. Also, ich möchte das Video nicht unnötig in die Länge ziehen, aber was wir hier haben, jetzt schalte ich mal die 303 aus und gehe mal nur auf den Kick. Ich habe hier ein Dry Amount, also die blanke Kick, und habe hier ein Reverb Amount, ein Delay Amount, ein Sustain, also wie lange hält sich die Kick. Dann habe ich einen Punch und das CO steht für Cut Off, also quasi ein Filter. Und eine Distortion. Und Cut-Off habe ich fürs Reverb und fürs Delay. Und jetzt spiele ich einfach mal die Kick ab. Ach, übrigens, die Kick ist wirklich nur ein Sample. Nichts Besonderes. Und jetzt kann ich hier erstmal den Dry Amount reinlegen. Und dann gibt es hier zum Beispiel das Reverb. Da höre ich jetzt schon im Hintergrund diesen Rumble. Und jetzt kann ich hier mit der Cut-Off-Frequenz
natürlich mehr, ja, ist ein Low-Pass-Filter, den einfach nach oben schieben. Jetzt machen wir das mal hier auch noch mit dem Delay. Man hört schon, ganz subtil. Kann man das hier reinblenden. Dann habe ich hier das Sustain. Da sollte ich jetzt ein bisschen Rumble hören. Ja, dann hört man diesen Halte-Part des Tons länger. Und hier nehme ich es wieder weg. Und was haben wir dann noch? Dann habe ich hier noch eine Distortion. Da wird aber das komplette Signal distortet, zerstört. Es ist immer komisch, wenn man das auf Deutsch sprechen will, hört sich immer seltsam an, aber naja, so ist es halt. Und da gibt es noch einen Punch, das ist im Endeffekt ein Kompressor. Was ich gar nicht habe, aber mir gehen hier die Knöpfe aus. Ich habe jetzt keine Gain Compensation im Endeffekt. Aber da kann ich jetzt wieder was anbieten. Mein AGC, mein automatischen Gain Compensator, den ich ja mal im FX Grid gebaut habe. Auch den gibt es zum Download auf meiner Website, hoffe ich zumindest. Wenn nicht, dann lade ich ihn noch hoch. Das sind zwei Elemente, ein Gain Receiver, der holt mir das Ursprungssignal, das hole ich mir jetzt hier vorne rein und dann mache ich mir hinten den AGC, der das kompensiert, das Signal, den hänge ich mir hinten rein. Jetzt muss ich die nur noch verbinden. Wo sind wir denn da jetzt? In der Kick. Und dann nehme ich den Receiver und jetzt bleibt mir das Ding immer auf meinem Level, egal was ich mache. Ja, nur so als Tipp. ja, man kann meine Module dann schon untereinander auch ein bisschen kombinieren. Mal den AGC wieder zu hier. Ja, mehr ist es nicht. Jetzt möchte ich noch ganz kurz reingehen, weil das Video ist jetzt gerade mal 8 Minuten lang. Ja, aber ich finde es geil. Ey, ich liebe 303, ich liebe Techno, ich liebe es. Ich liebe die Musik. Wo waren wir denn? Das machen wir zu. Hier alles zu. Jetzt gehen wir einfach mal hier rein. Das ist hier ein FX-Layer. So, Doppelklick drauf. Ich habe einen FX-Layer hier drin. Warum hier einen Layer reinbauen? Damit ich ein zentrales Element habe, von dem ich alles steuern kann. Also das muss ja immer in der Hierarchie darunter angeordnet sein in Bitwig, damit ich die Modulatoren verwenden kann in anderen Devices. So, wenn ich jetzt diesen FX-Layer aufmache, dann habe ich jetzt erstmal hier wieder einen FX-Layer drin. In diesem FX-Layer habe ich einen FX-Layer drin. Danach ein Kompressor, Transient Control und einen Saturator. Der erste FX-Layer, der hier drin ist, der macht mir eigentlich diese Rumble-Bearbeitung. Also zum einen habe ich das Dry-Signal, es ist nur ein Tool. Da gehe ich hier rein und steuere den Gain von dem Dry. Ja, und mit dem AGC in Kombination bleibt auch der Level immer konstant.
was eine feine Sache ist. Dann habe ich hier mein Reverb. Da habe ich erstmal einen Saturator mir reingepackt. Dann habe ich einen Filter mir reingepackt. Das ist hier dieses Rev Cutoff. Ja. Dann habe ich natürlich mein Reverb, das hier einen Audio Sidechain, ein Beat LFO hat, genau. Das geht jetzt natürlich hier mit dem Ducking nur auf 4 to the floor. Wenn ich das nicht haben will, dann müsste ich mir jetzt eine Audio Sidechain da reinbauen oder eine Note Sidechain und müsste mir dann das Gate-Signal klauen. Habe ich auch schon mal gezeigt, sucht es auf meiner Webseite. Ich werde es nicht noch mehr erklären. Der Beat LFO steuert mir jetzt einfach nur den Wet Amount oder den Mix, in den Mix Amount, damit ich quasi ein Ducking drin habe. Und hier mit dem Reverb habe ich hier hinten noch mal ein Tool drin, wo ich hier den Gain einfach steuere. Ja, das ist schon hier die Kette fürs Reverb und dann habe ich hier noch das Delay drin und das ist wirklich ganz banal, ein Delay 1, also das klassische Stock Delay und habe hier ein Delay Cutoff, das hat ja hier auch schon ein Filter eingebaut und somit kann ich hier das ganz einfach steuern. Und dann habe ich hier nochmal ein Delay Level, das ist auch wieder hier ein Tool, der mir das einfach steuert. Hier habe ich noch wieder einen Beat LFO, der mir auch wieder hier ein bisschen ein Ducking macht. Ja, der nimmt das Signal weg, wenn die Hauptkick kommt und blendet es dann hoch, wenn sie weg ist. Gut, das ist das Delay und das ist eigentlich diese Rumble Chain, die ich hier in einem FX Layer drin habe. Danach kommt ganz banal ein Kompressor. Der Kompressor ist hier mein Threshold, ist hier dieser Punch. Der ist eingestellt auf eine Ratio von 2 zu 1, das ist im Stock. Ich habe die Attack hochgedreht, damit er die Transienten durchlässt und das Release runtergenommen, dass er schnell einfach ist. Auch das kann man nach Belieben natürlich anpassen. Das ist der Kompressor. Dann habe ich hier ein Transient, ich kann es nicht aussprechen, Transient Control. Und das ist eben hier mein Sustain Part, wo ich einfach hier den Gain des Sustain Anteils runterdrehe oder hochdrehe. Ganz banal. Und dann haben wir noch einen Saturator, der der hier nochmal in einen FX Layer verpackt ist. Warum ist der verpackt? Weil der Saturator hat keinen Mix Amount. Der geht immer 100% hier rein und das mache ich immer, wenn ich etwas mixen will, dann drücke ich drauf und mache Steuerung G, dann packt er mir das hier in einen FX Layer rein und dann kann ich hier einen Mix einfach einstellen und das ist einfach dieser Distort-Button. Jetzt ist es ohne Saturation und jetzt blende ich hier die Saturation rein. Mehr ist es nicht. Und die ist so eingestellt, wie sie jetzt eingestellt ist. Ja, und dann sind wir hier schon durch. Also, es ist alles kein Hexenwerk. Das ist das Kick-Monster. Das wollte ich jetzt gar nicht so. Das wollte ich so. Happy 303ing! Schauen wir mal, ob der BIT dazu passt.
Nee. Egal. So, Freunde, so viel zum Thema hier, wie das Preset funktioniert und wie es in Bitwig aufgebaut ist. Und jetzt zeige ich euch noch, wie ihr euch das runterladen könnt, weil ich habe es ja auf meiner Website syntoriel.de zum Download angeboten. Also, jetzt geht man hier in den Browser eurer Wahl. Bei mir ist es der Firefox und dann gehe ich auf syntoriel.de. Es bietet er mir schon an. Und drücke auf Enter. Dann seid ihr hier auf meiner wunderschönen, kostenlosen, sinnbefreiten Website. Und dann gibt es hier die Downloads New. Ich bin da am abwechseln. Das ist hier ein kostenpflichtiger Download, bla, Dingsen, Bumsen gewesen. Und das ist jetzt hier ein anderer Download, Dingsen, Bumsen. So, jetzt gibt es hier drei Kategorien. Und da gibt es eben die Bitwig Presets. Da klickt ihr mal drauf. Und dann gibt es das Kick Monster, was man downloaden kann. Wohin damit? Wenn ihr das habt und das entpackt, dann ist es ein Bitwig Preset File. Jetzt gehe ich mal hier in den Explorer rein, in den Windows File Manager. Und bei mir ist es so, ich habe Bitwig installiert und unter Dokumente gibt es einen Ort, na, Bitwig Studio. Das ist so standardmäßig die Einstellung. Und da gibt es einen Ordner, der heißt Library. Und da gibt es da drin wieder einen Ordner, der heißt Presets. Und jetzt müsst ihr auf den Device-Typ gehen, den ihr da habt. Und das hier in dem Fall wäre ein FX Layer. Und da seht ihr schon hier Kick Monster MCD Message Bitwig Preset. Also wenn ihr dieses ZIP-File entpackt und hier reinlegt, dann solltet ihr das beim nächsten Starten, glaube ich, von Bitwig auf jeden Fall haben. Und genauso könnt ihr dann verfahren, jetzt mache ich mal das hier wieder auf, mit dem AGC. Ich werde das wahrscheinlich jetzt dann gleich noch in das Downloads New rein verschieben, aber wenn ich es dann doch nicht schaffe, sollte es hier bei Downloads Old auch wieder eine Kategorie Bitwig Presets geben. Und dann gibt es hier den AGC Receiver und den AGC, also das steht für Automatic Gain Compensation. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Dann müsst ihr nicht immer hier die Levels austarieren von Hand, sondern einfach, bevor ihr irgendwas verändert am Gain, den Receiver einbauen, danach den AGC reinstecken und das im FX-Grid verbinden und gut ist es. Na gut, das soll es gewesen sein. Schönes, kurzes, knappes, knackiges Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Preset. Macht viel Musik. Dadurch wird die Welt auf jeden Fall nicht schlechter. Für ein red schon wieder lauter Müll. Ich würde mich natürlich freuen, hier über einen rechten Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn es euch nicht gefallen hat, ja, dann schaut es euch nochmal an, das Video, weil vielleicht wird es dann besser. Ansonsten freue ich mich natürlich über ein Abo und nun möchte ich das Video beenden. Schaut beim nächsten Mal wieder rein, wenn es dann wieder heißt, willkommen, hallo Welt. So, ich höre jetzt auf, tschüss, bis zum nächsten Video, euer Michael aus Nürnberg.